Villacher Alpe oder Dobratsch, wie der Berg von den meisten Einheimischen genannt wird, ist ein über 2000 Meter hoher Kalkstock, der sich in der Mitte Kärntens erhebt. Seit 2002 ist der Berg und die umliegenden Gebiete zum ersten Naturpark Kärntens erklärt worden. Südlich des gewaltigen Bergabbruchs, am Dreiländereck von Slowenien, Italien und Österreich, liegt die Marktgemeinde Arnoldstein. Zu Füßen der aufwendig renovierten, 800 Jahre alten benediktinischen Klosterburg. Vorbildlich und neu ist die Gründung der Naturpark Dobratsch Volksschule und Partnerschulen in den Naturparkgemeinden. Der direkte Zugang zur sogenannten Schütt, eines der Schutzgebiete im Naturpark, bietet Schülergruppen, wie auch den besonders beliebten geführten Wandergruppen, einen tiefen Einblick in die Besonderheiten der heimischen Fauna und Flora. Etwas weiter östlich, am Fuße des Dobratsch-Massivs, liegt die Marktgemeinde Nötzsch im Gelltal. Ein Juwel für Kunstfreunde ist das Museum des Nötzscher Kreises, das vier bedeutende österreichische Künstler des 20. Jahrhunderts repräsentiert. Sebastian Isep, Anton Maringer, Franz Wiegele und Anton Kolig gehören neben Egon Schiele und Oskar Kokoschka zu den von Gustav Klimt geförderten Begründern der modernen Malerei in Österreich. Alle vier Künstler wählten Nötzsch im Gailtal zu ihrem Lebensmittelpunkt und als Quelle der Inspiration ihrer Arbeiten. Das nördliche Tor zum Naturpark bildet die Marktgemeinde Bad Bleiberg. Das Hochtal ist ein traditionelles Zentrum jahrhundertelangen Bergbaus. Das Anfahrtsgebäude und die Förderanlage des Rudolfschachts, benannt nach Kronprinz Rudolf, der 1873 Bleiberg besuchte, wird als kulturelles Erbe gepflegt, während andere Anlagen zu einer beeindruckenden Erlebniswelt umgestaltet wurden. Zu einer der höchstgelegenen Thermen Österreichs zählt das Kurzentrum des Ortes. Das Thermal- und Heilwasser bringt Linderung bei vielerlei Beschwerden oder belebt Geist und Sinne des Genießers. Einzigartig sind die Heilklimastollen der Region. Die größte der vier Naturparkgemeinden ist die Stadt Villach. Das südliche Flair spiegelt sich in der Lebensart und der gemütlichen Gastlichkeit ihrer Einwohner wider. Die Traummetropole ist ein wirtschaftlich wie kulturell dynamisch wachsendes Zentrum im Herzen Kärntens. Die Villacher sind für ihren Frohsinn, ihre Verbundenheit mit dem Brauchtum und ihre Liebe zur Natur und damit zum Naturparkgedanken weithin bekannt. Was genau ist aber eigentlich ein Naturpark? Der Naturpark Dobratsch ist ein Zusammenschluss von Landschafts- und Naturschutzgebieten. Sinn und Zweck ist es, die einzigartige Fauna und Flora zu schützen und sie den Besuchern nahezubringen. Dieser sanfte Tourismus stärkt die Region und bewahrt wertvolle Kulturlandschaft für nachfolgende Generationen. Die bequeme Erreichbarkeit über eine gut ausgebaute Straße ist ein maßgeblicher Faktor für die Popularität des Berges als Ausflugsziel. Schon nach wenigen Höhenmetern bietet sich dem Besucher ein herrlicher Fernblick über das gesamte Villacher Becken und etwas höher dann einen Blick auf das faszinierende Panorama der Julischen Alpen. Der Parkplatz 6 wird Blumenliebhaber besonders erfreuen, denn seit vielen Jahrzehnten gelingt es einigen Enthusiasten immer wieder, die Besucher mit blühenden Exponaten der heimischen Bergwelt zu erfreuen. Nur wenige Schritte weiter wurde eine spektakuläre Aussichtsplattform über die steil abfallende rote Wand hinaus errichtet. Wohl auch wegen des überragenden Fernblicks hat der Berg seinen Namen Dobratsch
was so viel wie guter Berg bedeutet, bekommen. Am Ende der Villacher Alpenstraße, in der Eichinger Hütte und im Rostratenstüberl wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. In den gemütlichen Relaxliegen genießt man einfach die alpine Atmosphäre oder entscheidet sich zu einer Wanderung. Auf breiten, gut ausgebauten Wegen, die für fast jedermann einfach zu begehen sind, nähert man sich der Gipfelregion. Wo früher die Bergstation des Skiliftes war, wurde ganz neu das sogenannte Zehnerhaus errichtet. Im Sommer ist es ein beliebtes Ziel vieler Wandergruppen und im Winter erfüllt es eine wichtige Funktion als Schutzhaus. Von hier aus sind es nur noch wenige Höhenmeter bis zur großen Sendeanlage des ORF, dem Ludwig-Walter-Schutzhaus, der höchsten Bergkirche Europas und dem Gipfelkreuz. Malerisch, romantisch bis fast kitschig zeichnet in klaren Sommerabenden das Abendrot Bilder einer atemberaubenden Bergkulisse. Die aufsteigenden Nebelbänke und die bunten Farbtupfer in der Landschaft zeigen vom Wechsel der Jahreszeiten. Mensch und Natur saugen die letzten wärmenden Sonnenstrahlen auf, bevor der Herbst die Landschaft in ein mystisches Spiel aus Licht und Farben taucht und schließlich die Niederschläge bringt, die für die Region so wichtig sind. Wasser spielt eine zentrale Rolle im Naturpark, ist doch der Berg das wichtigste Trinkwasserreservoir der Stadt Villach und der umliegenden Gemeinden. Und in Villach-Warmbad wird das zutage tretende Thermalwasser schon seit der Römerzeit genutzt. Die Besonderheit dieses Beckens ist, dass man auf Naturboden direkt über den bis zu 34 Grad warmen Quellen schwimmt, was besonders in den kalten Monaten sehr zum Wohlbefinden beiträgt. Apropos, der nächste Winter kommt bestimmt. Eindrucksvolle Winteridylle in hochalpiner Kulisse. Sonnenschein, wenn im Tal der Nebel hängt, und Winterfreuden für Groß und Klein stehen auch heuer wieder am Programm. Besuchen Sie uns, auch im Winter, im Naturpark Dobratsch.